Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Es ist Januar, recht frisch draußen und verregnet und das ideale Wetter für Suppen und Eintöpfe. Ja, und in meiner Instagram-Story ließ ich euch bereits daran teilhaben. Bei uns gab es heute eine Erbsensuppe, zubereitet in der Prep & Cook. Ja, und das Tolle an solch einem Eintopf ist natürlich auch, dass er aufgewärmt gleich nochmal so lecker ist. Ja, und was für ein Glück, diese Erbsensuppe reicht bei uns für 2 Tage. Übrigens setze ich wieder alle verwendeten Zutaten und alle von mir empfohlenen und verwendeten Produkte unten in die Infobox. Nun aber Ärmel hoch und los! 500 Gramm Rindfleisch hatte ich hier geschnetzelt und 2 Esslöffel Mehl zugegeben und das Ganze dann im Mehl gewendet. Das Fleisch wird ja beim Kochen wirklich butterzart. So, das Ultrablade-Messer wird aufgesteckt. Eine geviertelte Zwiebel und eine Karotte in Stücken wird in den Mixtopf gegeben. Der Deckel wird aufgesetzt und verriegelt. Bei manueller Einstellung, 10 Sekunden Stufe 10, wird das Gemüse nun zerkleinert. Das Ultrablade-Messer wird durch den Misch- und Rühraufsatz ersetzt. Mit dem Spatel wird die zerkleinerte Gemüsemasse nach unten geschoben. 1 Esslöffel Butter wird zugegeben und der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Bei Einstellung Garen P1 mit reduzierter Zeiteinstellung, ich reduziere auf 3 Minuten, werden Zwiebel und Karotte nun angebraten. 100 Gramm Schälerbsen werden zugegeben und 1200 Milliliter kochendes Wasser werden angegossen. Bei Einstellung Stufe 1 100 Grad 10 Minuten kochen die Schälerbsen nun. Das in Mehl gewendete Rindfleisch wird zugegeben. Außerdem 500 Gramm gewürfelte Kartoffeln und eine Karotte in Scheiben. Gewürzt wird nach eigenem Gusto. Ich gebe gerne einen Brühwürfel hinzu. Außerdem 2 Teelöffel Vegeta. Ich verwende Vegeta Natural. Dieses Vegeta ist ohne Glutamat. Außerdem jeweils einen halben Teelöffel Pfeffer, Majoran und Oregano. Außerdem gebe ich gerne noch 3 Teelöffel Kräutermischung hinzu. Ich verwende hierfür tiefgefrorene Gartenkräutermischung. Und der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Bei Einstellung Stufe 1 100 Grad kocht diese köstliche, deftige Erbsensuppe nun 50 Minuten. Eigentlich hatte ich die Probierprobe auch verfilmt, allerdings war die Erbsensuppe so heiß, dass ich mir den Gaumen und die Zunge verbrannt habe und diesen Teil des Videos herausgeschnitten habe. Ich bin sonst nicht so empfindlich, aber hier hatte ich wirklich fast eine halbe Stunde lang mit den Schmerzen zu kämpfen und so haben wir also minimal später gespeist. Und richtig lecker war's. Ja, so ihr Lieben, ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen und neugierig gemacht. Über einen lieben Kommentar oder einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, alle verwendeten Zutaten und von mir empfohlenen und verwendeten Produkte setze ich gerne unten in die Infobox. Ebenso den Link zu meinem Blogbeitrag zu diesem Beitrag. Denn auch meine alten Blogrezepte ziehen nun um in meinen Online-Shop, welcher nun die Kategorie Rezepte hat. Somit ist nun alles unter einem Dach. Meine Rezepthefte, mein Pemberechef Online-Shop und mein Foodblog. Ich freue mich auch dort über deinen Besuch. Liebe Grüße, eure Jana.